Ganz ehrlich, eigentlich fehlt doch nur noch die Krone, dann wären wir auch die Herzkönigin, oder? So. Zug? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Oder er fährt hier die ganze Zeit lang einfach durch. Okay, da geht's weiter. Dann erstmal hier in die Abstellkammer. Oh, jetzt müsste der Scharfrichter genau hier in der Tür stehen. Oh, wäre das. Das wäre unser Ende gewesen. Okay, ein Loch im Boden. Okay, also dieses Feld gehört zu dem da hinten. Wofür ist das da unten? Ja, das ist mir klar, dass wir hier die Bomben draufschmeißen müssen. Zack. Also hier rüber. Dort hinüber, hier hinüber und wir sind hinüber. Ach, da ist auch noch so ein... So. Ach. Schleim. So. Aua. So, damit hätten wir das auch. Die Frage ist, theoretischerweise können wir da runter. Irgendwo hier ist auch noch eine Schneidenschnut. Ja, komm. So. Die Frage ist nur, können wir dort hinunter, ohne dass wir irgendwie nicht mehr wieder zurückkommen? Ich weiß es nicht. Also nicht, wenn wir von hier reinfallen. Das weiß ich wirklich nicht. Und das ist das Problem. Da links ist ein Hebel. So. Also da hinten ist noch eine Flasche. Dann springen wir jetzt hier mal rüber. Und dann springen wir hier rüber. Zack. So. Da ist ein Zahn. Ganz viele Zähne. So, wir haben 630. Wir können unsere T-Kanone aufrüsten. Ja, upgraden. Oh, jetzt haben wir schon eine aus Metall. Aber das... Also das Einhornstecken... das Einhornsteckenpferd finde ich immer noch cool. Vor allem, das muss schmerzhaft sein, wenn du damit auf den Gegner einschlägst. Naja. So, die Frage ist jetzt, okay. Der geht dafür zu schnell hoch. So, dann sind wir hier hochgekommen. Hier oben war nämlich der Schalter, stand ja unten drin. So, dann halten wir mal das Herz an. Und das Tor ist auf. So. So, dann schmeißen wir jetzt hier einfach mal
genau daneben geschmissen. Ah. So, dann einfach mal ganz nah an den Rand. Und hopp, wir sind drauf. So, dann sind wir nämlich hier auch hoch. Aber wo ist denn die Schweineschnauze? Da drin. Und wo? Ach, natürlich dort. Wo auch sonst. Ja, wobei hier so ein leckeres Zahnfrühstück können wir uns ja nicht entgehen lassen. Brauchen ja unsere Zähne. Ach. Die Strecke ist aber auch so lang. So, jetzt aber. So, dann... Nein! Nur wenige finden den Weg. Manche merken es nicht, wenn sie es tun. Manche wollen einfach nicht. Mhm. Ja... Okay. 12 Züge. So. Dann ziehen wir da mal entgegen. Oh je. Versagt. Ja. So. So, jetzt aber. Okay. Warum müssen diese bösen Pferdchen aber auch so gemein sein und meine Figuren einfach töten? Wir haben euch doch nichts getan. Das da hinten war jetzt die Silbertür, jetzt kommen wir durch die Goldtür. Wir haben es also geschafft. Eine Erinnerung? Wo? Ach so. Ach so, eine Schlüsselerinnerung. Ja, dann gehen wir mal durch unsere Tür. Wären wir nur reingegangen. Lissy hasste verschlossene Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet. Ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Aha. Das sah jetzt aber irgendwie nach dem Dock aus. Ha. Ich sag doch, es wird... Je mehr Antworten man bekommt, desto mehr muss man irgendwie das Ganze dann doch wieder zusammenpuzzeln. Okay. Hier sieht es aber auf jeden Fall schon mal etwas freundlicher aus, weil es nicht mehr ganz so dunkel ist. Ha, habe ich doch richtig gehört. Hatschuh!
Vielen Dank fürs Picknick. Gibt's eigentlich hier 9 von 11 Schnauzen gepfeffert. Aha. Kapitel 4. Gib auf und lass ab. Geh weg. Es gibt keinen Grund, weiterzumachen. Respektiere die Würde des Amtes. Es ist zwecklos, weiterzugehen. Du wirst dir selbst schaden. Lass uns in Frieden. Lass uns in Würde untergehen. Bitte, geh weg, Königin. Wir haben jetzt einen von 4 Radula-Räumen komplettiert. Ich glaube nicht, dass wir die anderen 3 irgendwie noch finden. Das ist das Problem. Ich habe so viel übersehen. Egal. Gefundene Erinnerung. 11 von 17. Was haben wir denn hier? Achso. In Kapitel 1 fehlt uns von Pris eine. Wir sind jetzt in Kapitel 4. Kapitel 5 kommt noch. Gucken, wie viel haben wir denn verpasst? Kapitel 4 fehlen noch 2 von Bambi. Eine im ersten Kapitel der Familie fehlt. Kapitel 3 fehlt noch eine und Kapitel 4 die erste. Daher würde ich sagen, die kriegen wir nicht mehr. Die könnten wir noch kriegen. Dr. Wilson. Kapitel 4 haben wir noch keine von dem, aber das kommt wahrscheinlich noch. Kapitel 1 fehlt uns eine von der Nanny. Oh ja, und im letzten, also... Und Radcliffe, was fehlt uns denn da? Noch 2 im 5. Kapitel. Also wir könnten noch... Also wir könnten ziemlich stark noch unsere Erinnerung komplettieren. Oh, ein Herzvogel. Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. So ist das. Hopp. Ach, die verschwindet. Na danke. Können die nicht wenigstens anzeigen, dass das brüchige Gedankenplattformen sind? So. Eine Flasche aufgesammelt. So, da unten ist ein Goldzahn. So, den haben wir. Okay, wir müssen einfach hier... Und hier wartet mal wieder der Tod auf uns. Na, Skeletor, ich wollte dir schon immer in den Hintern treten. Das ist schon eine fiese Kombi irgendwie. Einer, bei dem man warten muss, bis er feststeckt und dir den Rücken zudreht. Schmeiß uns einfach eine Kugel gegen den Kopf. Danke. Oh, hopp. So. Dann machen wir erstmal das Viech hier nämlich platt. Auch wenn es uns nämlich eine Backpfeife geben will, das ist uns egal. So. Weil das Viech ist etwas langsamer und... Naja, wir müssen immer warten, bis das... Bis es feststeckt. So, dann komm mal da runter von deinem hohen Ross. Haha.
So, das Problem war nämlich, dass der etwas erhöht stand und wir dadurch das Herz nicht treffen konnten. Okay, da ist die Mauer kaputt gegangen. Wir kommen hier nicht über die Hecke. Wir können zwar höhentechnisch drüber springen, wir kommen aber nicht drüber. Eine Erinnerung. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Kuchen! Yay! Picknick! Ja, wobei, ganz ehrlich, gegen den Tee hätte ich auch nichts. Badabing! So, und 1, 2, alle hopp. Hier springen wir aber nochmal rüber. Ja, Zähne können wir immer gut gebrauchen. Hopp, so. Dann schauen wir mal, was erwartet uns hier?